Boah, Bruder, Hulli. Geile Jacke, Dicker. Servus, Leute. Heute gibt es nochmal ein neues Video von mir. Eigentlich hatte ich was ganz anderes geplant. Aber Amazon macht mir wieder einen Strich durch die Rechnung. Ich muss wieder was Neues bestellen und so weiter. Eigentlich hatte ich eine ganz, ganz andere Videoaufnahme geplant. Aber jetzt muss ich improvisieren. Und let's go. Ich muss sagen, ich fühle mich auf jeden Fall immer noch so ein bisschen komisch mit einer GoPro auf dem Kopf. Einmal Auto fahren, Digga. Weiß nicht, irgendwie ist das auch so ein bisschen ein ganz, ganz komisches Feeling, Alter. Ich würde mal sagen, wenn ich wirklich mit dem Motorrad fahre und die Kamera am Helm habe und man meine Fresse nicht dabei sieht von den ganzen Leuten außerhalb, ist das wahrscheinlich wesentlich angenehmer, als wenn ich jetzt hier wirklich im Auto sitze. Die Leute können mir direkt in die Schnauze glotzen so und ich sitze hier einfach mit einer fucking Kamera auf dem Kopf, Junge. Und nochmal bau, chicken, bau, wow. Das sagst du nur zu mir, wow, wow, wow. Und mein Herz schwingt schneller. Chicken, chicken, wow. Bitte hör nicht auf, chicken, chicken, ich liebe dich so. Ja, ich habe mir gedacht, dass ich jetzt erstmal zur Tanke fahre und ich denke mal, ich werde mal gucken, dass ich eventuell mein Schätzchen hier, mein geiles Gefährt mit 2 Euro, aber nur 2 Euro, sauber mache. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich werde es mal ausprobieren und natürlich alles fleißig aufnehmen. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall einen Plan gesetzt, dass ich gucke, dass ich wirklich jeden Mittwoch immer ein Video hochlade und ich versuche mich halt auch wirklich so gut es geht an diesem Plan zu halten. Ob es immer was wird, weiß ich nicht, aber ihr werdet ja dann sehen, wann meine Videos online kommen. Also ich weiß von vornherein selber gar nicht, wie lang diese Videos werden, weil ich weiß auch nicht immer, wie viel Material ich verwenden kann von dem, was ich aufnehme. Und du wirst mich wahrscheinlich fett anglotzen, oder? Ja, Opi. Ja, deshalb seid auf jeden Fall gespannt. Immer auf die neuesten Videos und mal schauen, was so abgehen wird. Boah, jetzt eigentlich so einen fetten Big Rösti und Curly Fries. P-I-N-K-I, Pinke nicht vergessen. FFN zahlt deine Rechnung. Boah, muss gleich mal anrufen, Alter, ob sie mir ein Motorrad kaufen, ey. Ich hasse rote Ampeln. Bruder, verlass mich nicht. Meinetwegen könnt ihr ja auch ein bisschen was unten in die Kommentare schreiben, worauf ihr Bock habt, was ich mal machen soll. Dass ich dann mal gucke, okay, das ist noch erträglich, das kann man noch durchziehen so. Müsst ihr dann einfach mal sagen, mal irgendwie eine Idee irgendwie mit reinklatschen oder so und sagen, jo, hier kannst du ja mal so ein Video aufnehmen. Oh, die werden jetzt safe glotzen. Habe ich schon Bock drauf. Oh ne, die begutachten die rote Ampel. Boah, das war gerade so fucking ekelhaft unangenehm, wie der mich angeglotzt hat, ne? Hammerhart, Digga. Das war gerade richtig eklig. So, kann ich jetzt hinten rumfahren? Das würde mich mal interessieren. Warte mal, hier ist, glaube ich... Ah, Bruder. Ich glaube, das geht auch. Wenn ich hier rum reinfahre, müsste ich, glaube ich, auch zu den Waschboxen kommen, oder? Ja, nein, Brudi, die sind alle abgesperrt. Oh Mann, die machen mir echt einen Strich durch die Rechnung. Ja gut, dann weiß ich jetzt auch nicht, was ich jetzt noch in dem Video zeigen soll, weil hier ist auf jeden Fall Feierabend, ne? Ja. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt ein bisschen was unten in die Kommentare. Ich hätte nicht gedacht, dass mir so ein bisschen Absperrband einfach einen Strich durch die Rechnung macht. Aber gut,
Schreibt auf jeden Fall ein bisschen was unten in die Kommentare. Lasst ein Like da, ein Abo wäre auf jeden Fall ehrenhaft. Und in dem Sinne, Leute, haut rein. Und bis zum nächsten Video.